Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, und wir starten Fellner Live an diesem Montag einer sicherlich sehr bewegten Woche, die einen Demonstrationshöhepunkt haben wird, nämlich am Freitag den Akademikerball mit dem Interviewgast, der am meisten polarisiert war und bei mir ist. Mich am meisten aufregt, aber auch die Zuschauer am meisten aufregt, aber da der Österreicher ja einen Hang zum Masochismus hat, schaut er gerne den Kollegen Sellner an. Ich bin ja gekommen, dass wieder mal viele Klicks auf den YouTube-Videos von Ö24 sind. Mindestens. Ich freue mich, dass ich Ihnen persönlich ein frohes neues Jahr wünsche. Ja, und auch, weil ich Sie wieder mal als Nazi bezeichnen darf, hoffentlich. Naja, es liefen Wetten vorher ab, aber ich weiß ja, das müssen Sie machen, sonst dürfen Sie mich nicht einladen. Weil die ganze Redaktion schimpft schon, dass Sie mich überhaupt einladen. Genau. Aber ich freue mich, dass Sie sich durchgesetzt haben. Ja, erstens sehen Sie mich durch, wann ich mich durchsetze. Zweitens möchte ich schon wieder mal feststellen, dass es wieder mal Riesenaufregung gibt um den Martin Sellner. Sie sind ja irgendwie fast ein bisschen so ein rechtsextremer Medienstar in dem Land, wie immer man das bezeichnet. Weder das eine noch das andere. Ich bin natürlich nicht kein Extremist, sonst würden Sie mich nicht einladen. Na ja, natürlich lade ich Sie ein, weil Sie rechtsextrem sind. Ich auch nicht. Bitte? Ich habe mich auch ehrlich gesagt gefragt noch einmal, ob ich heute Abend wirklich kommen soll. Verstehe ich an Ihrer Stelle, weil Sie werden da regelmäßig betoniert von mir. Ich finde es nicht, dass Sie noch immer kommen. Weil bis heute konnten Sie mir nicht sagen, warum Sie mich rechtsextrem nennen, was Sie irgendwie extremistisch finden an der EP. Also, und ich habe heute sogar also, ein Urteil des OLGs dabei, weil ich über den OLG-Beschluss sprechen möchte und zweitens, auch weil ich Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen möchte. Das ist aber ganz lieb. Ebenfalls, weil ich Werbung für den WKR-Ball machen möchte, der nur mehr Akademiker-Ball ist. Und weil Sie wissen, dass Sie jetzt von mir gleich betoniert werden. Nein, werden betoniert. Das hat bisher keiner geschafft. Nein. Weder das BVD, noch Sie, noch die Frau Zadic werden das schaffen. Na gut, aber ich war zumindest auf einem guten Weg, wie wir aus den YouTube-Klicks wissen. Und alle gesagt haben, endlich einmal einer, der dem Herrn Sellner sagt, dass er ein mieser Nazi ist. Nein, Herr Felder, das stimmt überhaupt nicht. Die Kommentare sprechen eine ganz andere Sprache. Wenn Sie die Kommentare unter den Videoclips lesen würden, die zu den meistgeklicktesten übrigens gehören von Ö24 auf YouTube, ist das der überwiegende Teil der Kommentiere auf meiner Seite. Nein. Und ich glaube, auch diesmal wird es heute so sein. Ja. Deswegen bin ich auch heute hier, damit jeder selber entscheiden kann, der das Video sieht, ob er Fellner recht hat, wenn er mich als Extremisten, Nazi und weiß der Geier was bezeichnet oder ob als ich recht Nazi habe. Als Nazi habe ich sie bezeichnet. Ja, ja? Bis jetzt kann es nicht belegen. Dabei bleibe ich. Wie gesagt, es stimmt nicht. Ja. Und jetzt ich bin die lebendige Widerlegung, dass es nicht stimmt, weil einen echten Nazi würden Sie ins Studio niemals einladen. Naja, keinen echten, aber einen falschen Nazi sowieso. Ja. Gut. So, also, Herr Sellner, jetzt gibt es Riesenaufregung, weil Sie als Nazi den Akademikerball beglücken. Jetzt ist der Akademikerball an und für sich etwas, was in diesem Land für heftige Demonstrationen sorgt, weil halt da, sagen wir, die linke oder linksextreme Teil des Landes auf die Straße geht gegen den rechtsextremen Teil, um eben zu demonstrieren gegen diesen Burschenschafter-Karneval, wie man das einmal so nennen darf. Ja? Und jetzt erfahren wir heuer, dass Sie dort auch noch mit dabei sind. Das hat dem Akademikerball gerade noch gefehlt. Sellner als Ehrengast und man möchte fast sagen, Ehrengast bin ich Star, nicht. Rechtsextremer Star des Akademikerballs. Was reitet Sie, dorthin zu gehen und dem Akademikerball das anzutun? Aber ich muss natürlich wieder das letzte Wort haben. Ich bin selbstverständlich kein Nazi und Sie konnten bis jetzt nicht belegen, wieso und warum. Ja. Aber ich verstehe, dass Sie sagen müssen, der Akademikerball ist eine Institution. Ich bin zum dritten Mal jetzt dort. Beim letzten Mal habe ich meine Frau eingeladen. Ja. Und ich werde natürlich diesmal auch kommen. Das Einzige, was mich davon abhalten kann, zum Akademikerball zu gehen, ist eine Erkältung. Die werde ich mir hoffentlich nicht einfangen. Die paar Tage werden wir noch überstehen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass das Ganze eine Meldung ist, die irgendwie die Zeit hier wert ist, darüber zu reden. Ja gut, aber es ist groß in allen Zeitungen, nicht nur in Österreich, sondern auch im Standard und so weiter. Riesenaufregung auch bei SPÖ und Grünen darüber, dass dieser Akademikerball heuer auch noch die Bühne des Martin Sellner wird. Und der Herr Deutsch, der SPÖ-Geschäftsführer, hat schon gesagt, die FPÖ tanzt dort mit dem identitären Chef, sprich ein Rechtswalzer zwischen Hofer und Sellner. Das sind natürlich überzogene Behauptungen. Der Ball ist ja erstens mal keine klare FPÖ-Veranstaltung. Ich persönlich habe mir jetzt aber vorgenommen, ich werde mein Ballcurriculum erweitern das Jahr.
Ich werde wahrscheinlich auch zum Rudolfiner-Redut, zum ÖVP-nahen Ball gehen. Oder Opernball vielleicht auch noch? Naja, das nicht, das ist mir zu teuer. Das wäre zum Beispiel eine spannende Herausforderung der internationalen Presse. Mich würde interessieren, was die Presse schreibt und ob die Presse auch schreibt, wenn ich zu einem ÖVP-Ball gehe oder zum SPÖ-Ball. Wenn Sie zum Opernball gehen, glaube ich schon. Ja. Naja, die das Frage weniger. Ist, ob man sich dort reinlässt. Beim Akademikerball lässt man sie hinein, weil ja viele sagen, man soll sie dort nicht reinlassen, weil das dem Ball extrem schadet, wenn sie dort antanzen. Nein, das hat bis jetzt keiner gesagt. Der Herr Guggenbichler und die Organisatoren haben sich auch sehr klar und klug geäußert, nämlich dass jeder, der eine Karte kauft, willkommen ist. Und auch die Kritiker lade ich herzlich ein. Da können wir bei einem Gläschen Sekt am Ball über mögliche Differenzen sprechen. Ich sage, meine privaten Ballbesuche sollten kein Politikum sein. Genau wie von jedem anderen Österreicher ihre Ballplanung auch privat ist. Ich bin nur hier, weil ich eben Werbung machen möchte für einen Akademikerball. Falls wer noch keine Karte hat, könnte kommen. Ja. Was begeistert Sie so an dem Akademikerball? Dass da früher eine große Schlägerei stattfindet mit den Linken, was Sie ja üblicherweise sehr gern haben, wie wir wissen. Ja, nein, ich bin ein friedliebender Mensch. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Ja. Ich halte mich von allen Schlägereien fern. Das und mich letzte Mal, wie Sie da waren, haben Sie gerade eine Massendemo gegen sich gehabt, Sie vor dem Justizpalast, die anderen irgendwo bei der Uni. Aber wir waren natürlich friedlich. Wir haben friedlich demonstriert. Ein paar hundert Polizisten gebraucht, um eine Massenschlägerei zu vermeiden. Naja, aber nicht, das ging nicht von unserer Seite aus, genau wie jetzt der Angriff auf der Uni Wien. Es gibt eine linksextreme Schlägergruppe im Land, die von unserer Regierung geflissentlich ignoriert wird. Das ist die große Anti-Rechts-Koalition. Aber mich begeistert an dem Ball, es ist ein kulturelles Großereignis. Ein kulturelles Großereignis? Absolut, es ist in den wunderbaren Räumlichkeiten. Und was mich auch ehrlich gesagt freut, warum ich auch hingehe, ist, weil es andere ärgert. Ja, ich finde das lächerlich, dass sich die Leute so aufregen über diesen Ball und da tanzt man noch lieber den Walzer, trinkt noch lieber ein Glas Sekt, wenn man weiß, draußen in der Kälte stehen Leute, die nichts Besseres zu tun haben, als dagegen zu demonstrieren, dass wir da drin tanzen. Und das kulturelle Großereignis sind die Burschenschaften, die dort hinkommen? Oder was ist das kulturelle Großereignis? Kommen Sie mal vorbei, schauen Sie sich das an. Es gibt immer schöne Acts, es gibt super Musik. Was ist das kulturelle Großereignis, Herr Sellner? Sie sind ein gescheiter Kerl. Erklären Sie mal, was das kulturelle Großereignis ist. Na, selbstverständlich, die Pflege und Wahrung der Balltradition in Österreich. Und das macht der Friseurball, der Blumenball. Ja, eben, und das meine ich ja. Die Friseure haben einen Ball, den Blumenball. Es gibt sogar einen Refugees Welcome Ball. Es gibt den ÖVP. Ball in Innitz am Neusiedlersee, die Zuckerbäcker haben Ball. Also dürfen die Burschenschafter, die patriotischen Akademiker auch einen Ball haben. Und da ich ein solcher bin, ich habe einen Bachelor der Philosophie oder wie man in Wien sagt, einen Taxischein, einen besseren, gehe ich auch hin. Ja. Weil Sie der Meinung sind, Sie wollen dort Flagge zeigen. Ja, eigentlich nicht. Ich muss erst ehrlich sagen, ich habe das Ganze auch nicht an die große, ich habe das nicht groß gemacht, mich an Journalisten angerufen und gefragt. Ich habe gedacht, bevor ich jetzt keinen Kommentar abgebe oder lüge, ja, sage ich es halt, ja, hätte nicht gedacht, dass das derartig Schlagzeilen macht. Das ist meine Privatsache, der Ballbesuch, und ich freue mich, würde mich freuen, viele Leute da auch zu treffen. Es wird die Demos natürlich ordentlich befeuern, weil die haben noch nicht wirklich gewusst, gegen was sie demonstrieren sollen. Jetzt ist aber klar, jetzt demonstrieren sie gegen den identitären Chef am Akademikerball. Auch die das heißt, sie werden alle ihren linksextremen, möchte ich sagen, Gegner dort schön brav vor der Tür versammelt haben. Das freut Sie, nehme ich an. Ne? Mich stört es nicht. Jeder macht das, was er am besten kann. Wir tanzen Walzer und pflegen eine gute Konversation in der Hofburg und die Leute davor schwarz vermummt werfen Eier und schreien die Polizei an. Also jeder dort, wo es sich gehört. Sie sind ja der Meinung, Sie stehen an linksextremen Terror gegenüber. Ich kriege schon fast Mitleid mit Ihnen. Warum das? Ja, also kein linksextremen Terror. Der arme Herr Sellner steht mit seinen rechtsextremen Terroristen an linksextremen Terror gegenüber. Ich habe keine rechtsextremen Terroristen. Wir sind eine friedliche, patriotische Protestbewegung. Wir sind die einzige patriotische NGO, die es in Österreich gibt. Es gibt tausende linke Gruppierungen. Es gibt nur eine identitäre Bewegung und ich bin ja auch hier heute, weil ich Ihnen vorführen möchte. Sie sehen hier, ich habe ein paar Überschriften ausgedruckt, Attentäter, den Massenmörder und so weiter und so fort. Bevor wir also in Mitleid über Sie zerfließen. Nicht Mitleid, es geht um Genugtuung und Gerechtigkeit. Warum sind Sie der Meinung, dass Sie einem linksextremen Terror gegenüberstehen derzeit? Also wie kommen Sie auf den linksextremen Terror? Also Ich würde es nicht als Terror bezeichnen, aber es ist tatsächlich so, dass eine große Repressionswelle seit 2018 über mich herniedergeht. Ja. Alle paar Wochen habe ich eine Razzia, alle paar Wochen wird irgendwas geleakt, ja, wird ein Verfahren für mich eröffnet. An der Uni und die fallen ist derzeit alle in sich zusammen. Linksextremer Terror, ja, gesagt, auch. Und der erweitert sich jetzt auf Ihre Anwesenheit am Akademikerball. Was ist der linksextreme Terror?
an der Uni Wien. Diese Störung der Vorlesung von Herrn Höbelt? Exakt, ja. Ja, was ist da passiert? Naja, was da passiert? An der Uni Wien wollte Herr Höbelt der Freiheit der Lehre entsprechend seine Vorlesung abhalten. Ja. Und dann wurde die Uni Wien zu einem Kampfplatz von vermummten linken Linksradikalen, die dann tatsächlich den Professor davon abgehalten haben, seinen Vorlesungssaal zu betreten, Leute mit Eiern beworfen haben, getreten haben. Das ist eine Plattitüde, aber stellen Sie sich vor, Identitäre hätten sowas gemacht. Sie waren dabei, sowas haben wir noch nie nicht gemacht, würden wir nicht machen. Sie waren im Hörsaal oder nicht? Nein, nicht, weil ich hätte mir nur mit Gewalt Zutritt verschaffen können, was ich nicht tue. Und die Uni Wien hat dem Treiben zugesehen. Bis heute, glaube ich, ist kein einziger dafür verurteilt worden. Die Polizei hat dann diese Störer einfach gehen lassen. Und damit hat perfekter Auftakt für diese Regierung die Uni Wien eigentlich kapituliert vor linksextremen Radikalen. Ja, und Sie sind der Meinung, diese Regierung kapituliert auch vor linksextremen Radikalen? Ja, also die Regierung selbst, ich muss sagen, ich will heute das Schlimmste antun, was ich wahrscheinlich machen kann. Ich möchte sie nämlich partiell loben. Echt? Insbesondere den Herrn Schallenberg. Um Gottes Willen. Weil der nämlich den, der Außenminister, Sie wissen ja, den UN-Migrationspakt weiter nicht unterschreiben möchte. Was ja Ihre Idee ursprünglich war. Wir haben dazu beigetragen, glaube ich, und dafür gearbeitet. Und ich bin sehr froh, dass das bestehen bleibt. Und auch einige Beschlüsse, man wird sehen, ob sie halten werden im Bereich der Migrationspolitik, sind gar nicht so schlecht. Das hat mich überrascht. Na, das ist ja eine tolle Geschichte. Der Identitärenchef lobt die grüne Regierungsbeteiligung. Nein, die grüne Regierungsbeteiligung nicht. Ja. Und sagt, es ist super, dass die meine Ideen weiterschreiben, von der Sicherungshaft, vom Kopftuchverbot und vor allem vom Nein zum UN-Migrationspakt. Wenn Sie das machen... Sie wählen noch Grün, wenn es so weitergeht. Nein, die Grünen wähle ich wahrscheinlich nicht, obwohl ich den Kogler durchaus sympathisch finde. Nur ich glaube, dass die Grünen halt hier einfach der Verführung der Macht erlegen sind. Es geht ums Geld, klarerweise. Und das Einzige, was die Regierung zusammenhält, da hört mein Lob auch schon auf, wirklich das Einzige, wirtschaftspolitisch, umweltpolitisch sind das alles Kompromisse. Ja. Das Einzige, was sie zusammenhält, das bin ich. Sie? Ja, ja. Die identitäre Bewegung, dass wir staatsfeindlich sind, dass wir böse sind, dass man gegen Rechts und gegen vermeintliche Hasskommentare kämpfen muss, das ist das Einzige, sagen Sie, was ÖVP und Grüne wirklich einig sind. Das Mastermind dieser Regierung, wenn das Nein zum UN-Migrationspakt kommt von Ihnen. Das kommt von mir, das freut mich auch sehr, dass es bestehen bleibt, aber wenn Sie sich anschauen, das Regierungsprogramm, das Einzige, wo sich Kurz und Kogler wirklich einig sind, ist, dass ich ein ganz böser Mensch bin, dass die Identitären verboten gehören und ein riesiges Maßnahmenpaket gegen Rechts mit dem DÖW etc. pp. Gut. Und jetzt kommen wir also zur Tränendrüse, ja, denn jetzt ist also der Nazi Martin Sellner bei mir. Herr Fellner, wie oft müssen Sie das noch sagen, jetzt, dass Sie rechtfertigen können auf Twitter, jetzt, dass Sie mich einladen? Das ist peinlich. Das ist nicht peinlich. Doch, das ist wirklich peinlich. Entschuldigen Sie, eher peinlich, wenn Sie ein Nazi sind. Herr Fellner, Sie wissen doch, dass ich kein Nazi bin. Sie sagen es nur immer wieder gebetsmühlenartig. Die Leute in den Kommentaren ärgern sich darüber. Ja, wir können es doch beide ärgern sich niemand darüber, sondern die Tatsache ist, dass das so ist und dass man sagt, das tut Ihnen nicht schlecht. Sie müssen mal definieren, was ein Nazi für Sie ist. Na natürlich, jemand, der rechtsextremes Gedankengut hat, unter anderem so extrem, dass es der Attentäter von Neuseeland abschreibt. Das hat er nicht gemacht, das stimmt, Vorlage alles nicht. Das stimmt alles nicht. Für Massaker. Er hat nichts abgeschrieben, es gab keine Vorlage für Massaker. Na, natürlich hat er und das auch schon. Rechtsextremes Gedankengut ja finden Sie bei den Identitären nirgends. Nebenbei hat er auch noch für Sie gespendet. Wenn Sie sagen, dass ich rechtsextrem bin, Ihnen, dann ist der Schallenberg auch rechtsextrem. Weil was der zum UN-Migrationspakt sagt, was Sebastian Kurz zur Seenotrettung sagt, würde ich genauso unterschreiben. Wunderbar. Der einzige Unterschied ist der, dass wir auch die Konsequenzen ziehen und sagen, der Bevölkerungsaustausch, die derzeitige Bevölkerungspolitik, die muss sich ändern. Also Sie würden Schallenberg und Kurz einladen, den Identitären beizutreten? Ich würde Sie einladen, unseren 5-Punkte-Plan, den wir ausgearbeitet haben, durchzugehen und umzusetzen politisch. Gut. Und ich hoffe auch, dass Sie lesen, was das OLG geschrieben hat. Ja, nach dieser originellen Wortmeldung dürfen Sie also jetzt dann mit Ihrem Persilschein ein bisschen herumwackeln. Deshalb bin ich auch hier, ehrlich gesagt. Genau, das ist ja der Höhepunkt der ganzen Geschichte, dass Sie jetzt am Ende dieser ganzen Umtriebe, die Sie veranstaltet haben, vom OLG einen Persilschein bekommen, der jetzt feststellt, dass alles, was die Sicherheitsbehörden gegen Sie unternommen haben, rechtswidrig war. Habe ich das richtig gelesen? Völlig richtig. Also alles, völlig was wir gesprochen sogar haben, das letzte Jahr, Sie können sich sogar hier durchlesen, ich habe es Ihnen ausgedruckt. Ja, und ich lese Ihnen vor, das OLG hat geschrieben, es handelt sich um bloße, durch Verfahrensergebnisse nicht begründete Spekulationen.
Also die Behauptung, dass ich verdächtig wäre, dass ich ein Terrorist sei, dass es Verbindungen gäbe, wie Sie auch hier geschrieben haben, Spur führt zu identitären Chef. Diese Spur gab es niemals. Ja, natürlich. Nur nein, es gab keine Spur. Na, natürlich. Überhaupt keine Spur. Der Mann hat Ihnen ein Geld gespendet. Schauen Sie, und das ist ja, aber es ist keine Spur, weil das hat er, ja, was ein, ist denn das hat er ein Jahr vor dem Attentat gemacht. Ja? Der hat Geld gespendet an zig Organisationen und Einzelpersonen ja, weltweit. Aber ich stehe hundertprozentig zu dem Titel. Naja, schauen Sie, ich mache Ihnen weniger den Vorwurf. Wenn Sie noch einmal so lieb werden, ich mache Ihnen weniger den Vorwurf. Halten Sie vielleicht noch einmal die Kamera. Wenn Sie, ja, wenn Sie das genau schreiben, also, ja, dann ist das eine Reaktion auf eine Razzia. Spur führt zum Identitären. Ja, aber wissen Sie warum? Ja, und warum weil das OLG führt eine die Razzia Spur macht zu ihm? Es weil der Spur. Attentäter Ihnen ein Geld gespendet hat. Das ist absurd. Und das eine Geldüberweisung ist überall auf der Welt als Spur. Aber Sie rechtfertigt keine Razzia und Sie rechtfertigt nicht. Na, was denn sonst? Natürlich keine Razzia. Na, entschuldigen also Sie glauben, dass überall, jedem, alles was der gemacht hat, ja, wo der was eingekauft hat, wo der irgendwie mit jemand Kontakt hatte, der hatte E-Mail-Kontakt mit unzähligen Leuten weltweit. Da hätte es am Tag nach diesem Attentat weltweit tausende Razzien geben müssen. Hat das nicht gegeben? Sie zu wissen Recht aber nicht schon, wie viele Leute dort am Morgen. Selbstverständlich. Sind. Wie viel? Und die Tat ist absolut schändlich. Mehr als 50 Leute sind dort gestorben. 59, ja? Mehr als 50 Leute sind dort gestorben. Genau. Die Stadt ist ein schändliches Verbrechen. Und genau das macht es eben auch genauso schon, schändlich, mich damit in Verbindung zu bringen, Herr Felder. Dass das ist eine Frechheit. Der Täter ein Fan von Ihnen war und Ihre Internetbotschaften abgekupfert hat. Der Täter hat nichts von mir abgekupfert. So wie der Herr Schallenberg. Nein, nein, der Täter hat ganz bewusst, und das müssen Sie, das können Sie nicht wissen, weil Sie sich damit nicht beschäftigt haben, aber der Täter hat ganz bewusst versucht, Spuren zu legen und Leute hineinzuziehen in diesen ganzen Wahnsinn. Er hat gezielt an extrem viele Leute gespendet. Er hat in seinem Manifest geschrieben, Ziel seiner Tat ist es, Repressionen auszulösen gegen gemäßigte patriotische Parteien und Aktivisten. Aber es sind leider vielen auf den Leim gegangen. Warum ich das mitgenommen habe, das waren die Überschriften aufgrund der illegalen Razzien des OLGs. Und das muss man ganz klar hinzoomen. Ja? Das waren dann die kleinen Berichtigungen. Ja? Da gab es kaum... Ja, das ist aber nicht von uns und von einer anderen Zeitung. Nein, bei Ihnen war es auch nicht größer. Oh, ja. Aber nein, Sie haben es ja nicht mal gewusst. Als ich gekommen bin, habe ich Ihnen vorher sagen müssen, dass es überhaupt passiert ist, weil Sie es selber nicht gewusst haben. Dass es passiert hat, habe ich gewusst. Ich wusste nur nicht, ich wurde, Herr Fellner, schauen Sie, die Sache ist die. Was er getan hat, ist indiskutabel, ist ein krasses Verbrechen. Ja. Ja? Aber was ich fein, tue, dass Ihnen das jetzt schon langsam einfällt. Immer gesagt. Ja? Was ich mache, ist, ich bin ein politischer Aktivist, ich habe eine Meinung, die prononciert ist, die man auch ablehnen kann, völlig richtig. Ja, aber mich als Terroristen zu bezeichnen oder mir zu sagen, ich wäre mitschuld an diesem Mord von mehr als 50 Menschen, ja, ist eine Frechheit. Dass eine Hausdurchsuchung bei Ihnen völlig gerechtfertigt ist, wenn Sie von dem eine Spende bekommen haben, da braucht man nicht aber drüber reden. Aber Felder, für das OLG, frage das OLG. Nicht, was das für ein Richter ist, der einen so schwachsinnigen Beschluss fasst. Herr Fellner, nicht besser. Na, ganz ehrlich, also wenn eine Razzia auf bloßer Mutmaßung da ist, ja, nur wenn man eine Spende bekommt, auf jeden, das ist doch völlig absurd, da stehen Sie wirklich dass dahinter. Die an sich gespendet ja, aber man kann sich doch nicht wehren, man kann sich doch nicht wehren gegen eine Spende. Ja, das ist mir schon das klar. Ist doch kein Schuld auf das Verhalten, eine Spende zu empfangen, oder? Ja, es ist kein Schuld auf das Verhalten. Ein Jahr vor dem aber Attentat. Aber es rechtfertigt natürlich eine Ausdrucksuchung. Natürlich nicht. Das ist doch hundertprozentig klar. Wenn der Typ ein Jahr dazu, vor seinem Attentat die eine Spende hergibt. Wo Sie ihr Handy versteckt haben, das wissen wir. Ich habe es mir dann freiwillig gegeben der Polizei. Dass Sie das dann in den Blumentopf hinein versenkt haben. Was hier passiert ist, Herr Fellner, das OLG sieht das so und das muss auch jeder Mensch, der das ehrlich betrachtet, zu sehen. Sogar einige linke Kommentatoren tun das. Es wurde ein Mensch, nämlich ich und meine Familie, mein Familiennamen, völlig willkürlich und grundlos in Verbindung gebracht mit diesem Terroristen. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern weltweit. Und das ist eine Sache, die niemand rückgängig machen kann. Ja. Ja, weil eigentlich eine Razzia sollte ja eigentlich auf einen Verdacht aufbauen. Diese Razzia hingegen hat einen Verdacht erzeugt. Ein Verdacht, das heißt, der auf nichts Höhepunkt aufgebaut hat. Der ganzen Geschichte, Sie fühlen sich jetzt auch noch als Medienopfer. Na, selbstverständlich. Schauen Sie, wenn das Ganze, man kann darüber schreiben, man kann darüber reden, aber die Tatsache, dass deswegen eine Razzia stattfindet, zweimal mir meine Handys weggenommen werden, meine Computer weggenommen werden, meine Bankkonten eingefroren werden, Überwachungsfahrzeuge vor der Wohnung von mir und meiner Frau parken, ja, das ist nicht gerechtfertigt. Und das ist einfach nicht gerechtfertigt. Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Nur dafür, dass ich eine Spende empfangen habe, ein Jahr bevor dieser Verrückte seine irre Tat begeht. Ja? Das kann ich ja nicht wissen, ich kann mich ja nicht dagegen wehren. Was hätte ich anders machen sollen? Es ist noch immer nicht geklärt, ob Sie den Mann in Wien getroffen haben. Ich habe nicht getroffen, selbstverständlich ist es geklärt. Selbstverständlich ist es geklärt. Der hat allerdings, weiß ich, wie viele Bilder von Wien gepostet, wie er in Wien war und hat dazu geschrieben, dass er gern mit Ihnen auf ein Bier gehen würde, etc.
Also das ist ja nach wie vor ungeklärt. Glauben Sie es mir nicht, wenn ich es Ihnen sage? Nein, natürlich nicht, weil wir uns entschuldigen, warum soll ich Ihnen das glauben? Ja, das Sie sagen das so, der sagt das so, der sagt, er will mit Ihnen auf ein Bier gehen, Sie sagen, Sie haben ihn nicht getroffen. Es ist natürlich logischerweise Aufgabe unserer Polizei zu checken, ob Sie den getroffen haben oder nicht. Ich habe ihn nicht getroffen, aber wenn er mich damals angeschrieben hätte, hätte ich mich dadurch mit ihm getroffen, weil der Typ hat mir eine Spende gegeben, ich habe mich dafür in der E-Mail bedankt. Ja? Woher soll ich wissen, was der ein Jahr später macht? Wird ich das ahnen oder wissen sollen? Die hätten Sie unter anderem vielleicht daraus schließen können, dass das, was Sie da gepostet haben, extrem hetzerisch war. Ist es nicht. Und ist dass nicht. Das eben der Grund war, warum habe, Sie solche psychisch labilen Leute wie den aufgehust haben. Wo habe ich jemals was Hetzerisches gepostet? Naja, wo habe ich jemals die ganze Zeit was Hetzerisches gepostet? Sie können sich meine Videos anschauen, meine Postings, meine Flugzettel. Ich habe sogar heute mitgebracht. Ich habe niemals irgendwas Hetzerisches verbreitet, werde ich auch nicht machen. Ihre ganzen Postings zum UN-Immigrationspakt sind natürlich hetzerisch gewesen. Genau wie die Aussage von Herrn Schallenberg. Das ist ja jetzt was anderes. Wo sagt denn Herr Schallenberg was anderes als ich? Naja, also in der Diktion ist das schon ein Unterschied. Meine Diktion ist so sogar sehr ähnlich. Das eine ist ein Diplomat und das andere ist ein, sagen wir es einmal, freundlicher Aktivist. Aber schauen Sie, das ist genau das Problem, Herr Feller. Ich sage viele Dinge, andere sagen ähnliche Dinge und andere dürfen dann viele Dinge sagen und machen. Die dürfen gegen das Kopftuchverbot sein, die dürfen über Sicherungshaft sprechen. Aber wenn das Leute sagen wie der Strache, der Kickl oder ich, dann gilt dasselbe auf einmal als rechtsextrem. Ja gut, damit sind wir eh schon beim Schlussthema heute. Haben Sie eigentlich ein schlechtes Gewissen? Nein. Weil Sie haben ja eigentlich der FPÖ zweimal die Wahl versaut. Ich bin nicht, ich glaube, Sie verwechseln mich mit anderen Politikern. Nein, verwechseln Sie nicht. Ich bin der Sellner, ich bin kein FPÖ-Politiker. Ja. Der Herr Sellner hat natürlich der FPÖ mit einem gewissen, weithin unbekannten Herrn Strache, verglichen mit Ihrer Bekanntheit, der FPÖ die Wahl versaut, weil natürlich diese Nähe der FPÖ zu den Identitären, das ist natürlich auch ein Grund gewesen, warum die ÖVP ausgestiegen aus der Koalition. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum viele gemäßigte Wähler von der FPÖ zum Kurz gewechselt haben. Weil sie gesagt haben, mit einer Partei, die mit den Identitären auf einem Backel ist, wollen wir nichts tun haben. Also müssten sie eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, FPÖ die Wahl versaut haben. Haben Sie das mitbekommen? Letztes Jahr, da gab es ein Video in Ibiza. Ja, habe ich mitbekommen. Also haben wir darüber konkret geredet, stimmt das eben nicht. Ja? Es ist nämlich so, wenn man die Umfragen genau anschaut, das machen Sie ja jede Woche, ich schaue es mir auch immer an. Die Umfragen nach dem Identitären Skandal und diesen illegalen Razzien haben der FPÖ kaum geschadet. Die Umfragen nach den Leaks mit angeblichen Kontakten, Telefongesprächen, T-Shirt-Bestellungen vor der Wahl, der letzten Nationalratswahl, haben der FPÖ kaum geschadet. Sind wann Sie sich sicher? Ja, wann ist es eingebrochen? Ja. Ibiza und Spesenskandal. Na gut, das diese ist beiden ja klar Dinge, weil ganz ehrlich, aber wir Identitären, mein Akademikerballbesuch, angebliche Verbindungen, das interessiert den Wähler nicht. Das interessiert nur eine kleine Medienklick. Glauben Sie? Ja, bin ich überzeugt davon. Glauben Sie nicht, dass es auch FPÖ-Wähler gibt, die das nicht mögen? Ich glaube, was die FPÖ-Wähler nicht mögen, das weiß ich aus vielen Berichten, ist, wenn die FPÖ sich völlig sinnlos distanziert von uns. Ja. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass das rechte parlamentarische Lager in Österreich, das im Moment einer Versuchsanstalt für den Weltuntergang gleicht, sich wieder... Wie bitte? Das gleicht einer Versuchsanstalt für den Weltuntergang, das parlamentarische rechte Lager. Also die FPÖ gleicht einer Versuchsanstalt für den Weltuntergang. Ich weiß nicht, warum ich sie einlade, weil es wird immer heiter. Das ist ja schon wieder eine sehr gute Wendung. Ich hoffe, dass sie sich wieder zusammenraufen und eine starke rechte Partei bilden. Und da sind Sie mit dabei derzeit bei dieser Versuchsanstalt für den Weltuntergang. Ich bin ja kein Parlamentspolitiker. Wir haben eine Bürgerbewegung gegründet das Jahr, die so ähnlich heißt wie Ihre Zeitung, nämlich die Österreicher. Um Gottes Willen. Das ist aber nicht Ihr Ernst. Doch, die gibt es schon, wir sind schon aktiv. Also und wir wollen in diesem Land die größte patriotische Kundgebung der Zweiten Republik veranstalten. Wann? Im Sommer 2020. Wollen Sie das tun? Genau. Als Identitäre? Als die Österreicher. Die sich jetzt nicht mehr Identitäre nennen trauen. Also nein, Identitäre gibt es nach wie vor weiter, aber die Identitären sind eine Jugendbewegung und Sie merken, ich werde schon alt. Verstehe. Ich bin über 30. Das heißt, Sie ändern sich jetzt selber den Namen, damit das Image besser wird. Aber darf ich Sie abschließend noch fragen? Die heutige FPÖ, die finden Sie jetzt gut oder das ist die Versuchsanstalt für den Weltuntergang? Nein, ich habe nicht konkret die FPÖ gemeint. Ich habe gemeint, dass parlamentarische rechte Lage in Österreich. Ja, das ist ja die FPÖ, sonst fällt mir da mittlerweile gibt es auch eine zweite Partei, die DAÖ. Nein, die sind ja noch nicht im Parlament, das kommt erst. Also reden wir mal über die FPÖ. Mhm. Finden Sie die FPÖ in ihrem jetzigen Zustand gut?
Ist dieser Neustart glaubwürdig? Sind die Identitären jetzt mit der FPÖ versöhnt oder nicht, weil sie den Hofer nicht wollen? Ich persönlich sehe die Entwicklung in der FPÖ jetzt positiv. Mir kommt vor, dass die FPÖ nicht mehr über dieses Stöckchen der IB-identitären Distanzierung springt, sondern das macht, was sie schon die ganze Zeit hätte machen sollen. Keine Anbiederung an den Mainstream, kein Nachlaufen von Sebastian Kurz mit irgendwelchen Dating-Videos, sondern Sachpolitik und diese Koalition von Anfang an, auch einmal Zadic, andere Politiker, sachlich zu kritisieren. Ja, dann kommen wir mal gleich zum nächsten Thema. Aber den Kickl finden Sie gut? Absolut, Kickl finde ich gut. Ja. Sie haben einmal Zadic angesprochen. Ja. Sie wissen schon, was Sie da getan haben. Apropos keine Verhetzung weit und breit. Diese Almaz Zadic-Postings kommen alle aus Ihrem Lager, das wissen Sie. Nein, ich habe eine. Nein. Also es gibt Postings im Internet, aber Fälle, ja. Schauen Sie, ja. wenn bei mir illegal Razzien stattfinden, dann sagen Sie, ja, mir kommen die Tränen und sagen, ich generiere mich als Opfer. Aber wenn eine Justizministerin ein bisschen Kritik abbekommt bei einem Amtsantritt, wegen einem Besuch in einer Moschee. Kritik. Sehen Sie, Almaz Zadic ist im Islamischen Kulturzentrum Graz. Ja. Und dort, erstens, werden dort junge Mädchen, wie man sieht hier, minderjährige Mädchen verschleiert. Ja, können wir das anschauen. Bitte schauen Sie sich das an. Gut. Und in diesem islamischen Kulturzentrum geht ein Herr Adnan Mirkonic aus und ein, der glasklar nach YouTube-Videos, bosnischen YouTube-Videos, ein Islamist ist. Das habe ich nicht aufgedeckt, sondern ein Experte, der Irfan Beci. Und der hat ein Video dazu gemacht, das habe ich geteilt. Und Sie wissen aber, dass Ihre Leute mehrere hundert Hasspostings gegen die Almaz Zadic online gestellt haben, die sind dann schon bekannt. Sind nicht meine Leute. Ich sage hier klipp und klar, wer ein Posting macht, was geschmacklos ist, was Leute unter der Gürtellinie angreift, mit dem habe ich nichts zu tun. Na, will bitte, ich nichts zu tun haben. Sie haben von sich selber als Identitäre. Nein, überhaupt nicht. Na, selbstverständlich. Bitte zeigen Sie mir das nach der Sendung, wo irgendjemand, der sich Identitär nennt oder ein identitärer Sprecher ist, ein Hassposting oder Hetzposting also macht. Also Sie sagen, Sie kennen keinen Identitären, Sie kennen keinen Identitären, der ein Posting gegen die Almaz Zadic gemacht hat? Gegen die Kritik an Almaz Zadic muss Postings erlaubt sein. Gemacht, ich habe Videos gemacht, wo ich darauf hingewiesen habe, dass Almaz Zadic in einer Moschee war, wenige Wochen vor ihrem Amtsantritt, in der auch Islamisten und Salafisten verkehren. Und meine Frage ist, Almaz Zadic, Frau Zadic, auch hier in dem Video, falls Sie es sieht, bitte äußern Sie sich dazu. Der Kickl hat sich auch geäußert zu seinem Besuch bei diversen Konferenzen. Entweder sie distanziert sich von dieser Moschee klar oder sie stellt sich klar hinter die Moschee und hinter den Adnan Mirkonic. Aber zu schweigen und sich zu immunisieren vor jeder Kritik so einem inszenierten Empörung über angebliche Hasspostings ist einer Ministerin nicht darum würdig. Darum ist es ja nicht gegangen, sondern ist darum gegangen, dass hier jemand sozusagen vom bosnischen Ursprung, der ein Asylkind war, jetzt Justizministerin wird, das ist völlig wurscht. Dass es angeblich eine muslimische Ministerin ist, was sie mittlerweile als falsch herausgestellt hat. Wenn sie nicht Almaz Zadic heißen würde, dieser Falschmeldung der muslimischen Ministerin mit diesen Videos ja ordentlich Nachschub geliefert. Ob sie Muslimin ist, was sie glaubt, Buddhistin ist, Muslimin ist mir völlig wurscht. Im Migrationshintergrund könnte mir nicht wurschter sein. Wenn sie ein Kind aus Favoriten wäre, völlig egal, mir geht es darum, von Anfang an habe ich das gesagt, was sie in dieser Moschee gemacht hat. Also warum sie dort sehen war. Sich als Speerspitze gegen Almaz Zadic. Ja, einer der wenigen, der sich traut, sie zu kritisieren. Die anderen schrecken ja zurück und die heilige Alma darf nicht kritisiert werden. Bitte, wenn ich Minister werde, dann muss ich auch ein bisschen Kritik vertragen. Postings unter der Gürtellinie, indiskutabel, völlig klar, aber sachliche Wo Kritik ist muss erlaubt unter der Gürtellinie, sein. Wenn ich fragen darf? Primitive Beschimpfungen, Bedrohungen, sowas braucht man nicht in einem politischen Diskurs. Aber harte Auseinandersetzung mit der Almaz Zadic ist Ihrer Meinung nach gut, notwendig. Um die heilige Alma zu einer Unheiligen zu machen? Nein, um Sie einfach zu fragen, Frau Zadic, bitte äußern Sie sich, was haben Sie in der Moschee gemacht? Wussten Sie, dass dort Leute wie der Herr Mirkonic verkehren, der glasklar ein Islamist ist? Und vor allem distanzieren Sie sich von der Moschee? Und die Frage werden wir jetzt lauter und immer lauter stellen, aber bis Sie Aber Sie wissen antwortet. Schon, Sie Unschuldslamm in Person, dass Sie mir hier gegenüber sitzen, Martin Unschuldslamm. Okay, ich bin, Martin ich habe eine weiße Unschuldslamm, Weste. Ja. Sie wissen schon, dass Sie wieder mit Ihren völlig harmlosen Postings, die ja nur alle nur ganz, ganz lieb gemeint sind,
jede Menge Morddrohungen gegen die Frau Sadic ausgelöst haben. Die hat jetzt Personenschutz etc. Also na, sie sind schon Personenschutz ein hat erstmal jeder Politiker, jeder Minister ist vom Polizei geschützt. Apropos Heilige Alma, sie sind schon ein bisschen ein Unheilbringer. Na, jeder na, Minister sicher, hat Polizeischutz, na, ja. zu Recht, was na, richtig nicht jeder und gut Minister ist. Ja. Blödsinn. Und? Kein Justizminister in dem Land hat bisher Polizeischutz gehabt. Die Sache ist eben die. Das ist die wirklich ein Unsinn, was Sie da verzapfen. Wenn Sie jetzt sagen, dass ich diese sachliche Kritik, die ich gerade vorgebracht habe, ja, die Sie auch in Ihrer Zeitung aufgreifen sollten. Sie haben das ganze sollten, Internet kein, wieder aufgehust. Kein Medium. Nein, kein weil Medium. Sie wieder das ganze Fella, Internet aufgehust haben. Was sagen Sie zum Moscheebesuch von Almaz Adic? Was sagen Sie dazu? Was sage ich zum Moscheebesuch? Was sage ich dazu, na, wenn der Kanzler kurz den Stephansdom besucht? Moment, jeder kann in Österreich alles besuchen. Ja, aber in dieser Moschee, predigen radikale Islamisten, waren die dort zu Besuch. Frau ist aus Bosnien zugewandert. Wenn die sozusagen und sieht sich und als Migrantenbonus erlaubt die als Justizministerin bitte? In eine Moschee zu gehen, in der auch radikale Salafisten verkleidet sind. Das können Sie auch niemandem erzählen. Ja, sie wird das keine ärgert mich auch so, schauen Sie. Dass sie keine radikalen Salafisten unterstützt, das wissen wir ja. Bitte Moment, vielmehr. Ja, ja, aber warum war es in der Moschee? Na, da, das soll sich klar äußern. Es geht darum, dass Sie mit Ihrem Posting und Ihren YouTube-Videos wieder alle so aufhotzen, dass es Morddrohungen gibt. Das stimmt und dann nicht. Werden Sie wieder sagen, ja mein Gott, das aber was hat das alles Herr mit mir das stimmt zu tun? Nicht. Ja. Und was Sie sagen, die Konsequenz daraus ist, bitte, okay, man darf Almaz Adic nicht kritisieren, egal was sie tut, wenn sie in einer, ja, einer Moschee ist, in der Salafisten. Das ist das nicht ist falsch, das ist absolut belegbar. Entschuldigen Sie, es war im Internet ja, eine riesen Hassorgie losgeht, dass sie Muslimin ist. Ist das die Almaz Adic oder ist das nicht die Almaz Adic? Das ist doch die Almaz Adic, oder? Na, natürlich ja, ist die Almaz Adic. Und da ist sie im Islamischen Kulturzentrum und dort ist auch jener Herr, gern gesehen, der Herr Adnan Mirkonic, der hier gegen den Feminismus wettert, für Kopftuch ist, der darüber sich auslässt, dass Frauen... dass das nicht okay ist. Ja, aber warum deshalb, schreibt niemand was drüber? Aber deshalb hust man doch ich nicht niemanden auf. Gegen eine Abgeordnete, die Justizministerin. Ich sage das nochmal klar, also alle gut, Leute... Dass die Frau jetzt Morddrohungen hat, hat sich bis zu Ihnen herumgesprochen. Ich persönlich halte täglich Fälle. Das muss man aushalten. Nein, wissen Sie, wie viele Morddrohungen ich täglich erhalte? Na, Gebete, ja. Also wir ach, bei mir ist Gebete, aber bei Frau Zalic, da stellen Sie sich schützend davor, vor die Heilige Alma. Ein bisschen bitte, selber schuld, weil bitte, sie provozieren das Ding. Das ist die. Sind's mir nicht böse. Ich sage, ich für kein Stand also, the Heat geht das auf die ist wie einer, der Öl ins Feuer gibt und sagt, ich bin überzeugt davon, dass dauernd brennt. Ich bin überzeugt davon, dass die Polizei alle unsere Minister gut beschützt. Überzeugt davon. Ich halte nichts von primitiven Postings im Internet. Finde ich völlig falsch. Entschuldigen Sie aber sich ich will das haben, jetzt Frau für das, was Sie da gemacht haben? In keinster Weise. Ich finde, Frau entschuldigen Zadic soll sich äußern dazu, warum wissen sie in der Moschee sie, dass, war. Dass Ihre Postings zu Morddrohungen geführt haben? Führen Sie das überhaupt nicht, in keinster na, natürlich, Weise. Natürlich, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also entschuldigen Sie sich in keinster dafür. Weise. Tun Sie schauen Sie. So, das geht jetzt so weiter. Wissen, na, super. Wissen Sie, Herr Fehler, dass diese Schlagzeile zu Morddrohungen gegen mich geführt hat? Diese Postings von Ihnen. Und die erreichen ein bisschen mehr als meine Videos. Ja, doch, ist so. Ist so. Ist so. Trotzdem dürfen Sie schreiben, es heißt, man herrscht Meinungsfreiheit im Land. Trotz Sicherungshaft und Almaz Adic noch Meinungsfreiheit. Und solange es sie gibt, nutze ich sie aus und frage die Frau Ministerin, warum sie in der Moschee war. Letzte Frage. Werden wir Sie am Donnerstag beim HC Strache sehen? 23. Das große sozusagen Treffen der rechten Szene in Wien. Alle HC Strache-Fans versammeln sich in den Sophiensälen. Martin Sellner wird dabei sein. Nein, ich werde nicht dabei sein. Ich will da niemanden die Show stehlen und ich werde mich entspannen und ein bisschen eine Unterlage schaffen für den Akademikerball am nächsten Tag. Das heißt, Tag. Sie gehen aus Mitleid nicht hin, weil Sie dem Strache nicht die Show stellen. Nein, das ist jetzt, das sagen Sie jetzt. Sie ich sage, der Strache soll sein Projekt hingehen? Machen. Würden Sie gerne ich werde mir die Videos anschauen, Sie werden Bericht erstatten darüber, minutiös nehme ich an, in und ich bin gespannt. In diesem Streit, FPÖ, Kickl einerseits, Strache andererseits, stehen Sie auf welcher Seite? Gott sei Dank muss ich mich nicht entscheiden. Ich habe den Luxus, dass es mir nicht um Stimmen geht, um Ämter, sondern mir geht es um die Österreicher selbst. Und ich will die Österreicher auf die Straße bringen. Meine Aufgabe ist der Aktivismus, der friedliche Widerstand. Das heißt, Sie sind für beide? Für Kickl und für Strache. Ich hoffe, dass sich die zusammenraufen werden am Ende wieder. Aber ich hoffe, dass beide Parteien auch diese Distanzaritis gegen die Identitären aufgeben werden. Und in der Zwischenzeit unterstützen Sie beide? Strache DAÖ und Kickl FPÖ? Ich unterstütze sowohl Straches DAÖ als auch Kickl als auch Herr Schallenberg. Ich unterstütze jeden, der identitäre Kernforderungen vertritt. Unterstützen Sie auch die türkis-grüne Regierung? Partiell, solange gegen den UN-Migrationspakt ist, hat er meine Solidarität. Das ist immer das Beste mit Ihnen. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir am Montag schon lachen können ein bisschen und ein bisschen Humor. Wenn es nicht so tragisch wäre, Ihre Auftritte, sind Sie ja humorvoll. Weil das, also mit viel hätte ich gerechnet, aber dass ich heute einen Fan der türkis-grünen Regierung da sitzen habe,
Das ist ja der Höhepunkt. Partiell. Von der Zahl partiell, bin ich nicht begeistert, einiges muss gelobt werden, das, wenn es gut ist. Das ist ja unglaublich, dass der Martin Sellner jetzt den türkis-grünen Regierungspakt und das Regierungsprogramm. Das wird zu weit, jetzt das wird zu weit gefasst. Die Tränen ich glaube, dabei, die Regierung, weiß nicht, ob verlachen oder verweinen. Die Regierung ist keine gute, aber es gibt einzelne gute Aspekte und die müssen so benannt werden. Ich glaube allerdings, und ich glaube, da stimmen Sie mir zu, dass wir diese Regierung nicht sehr lange haben werden. Ah. Und der Herr Schallenberg ist aber sozusagen Ihr neues Idol nahezu. So oft haben Sie den heute zitiert. Nein, Idol ist er nicht, aber ich danke ihm für seinen mutigen Schritt, weil gegen die Phalanx aus Sigi Maurer, Alma Zadic und Co. ja, sich klar zum Nein zum Migrationspakt zu bekennen, da gehört was dazu. Das ist ein Rückgrat und das ringt mir Respekt ab. Na, das wird jetzt gleich ganz anders werden vom Fernseher. Angesichts Ihres Lieblingsbekenntnisses war nett, Sie wieder mal im Studio zu haben, Herr Sellner. Ja? Ich danke. Ich meine, ich freue mich jedes Mal, wie Sie daherkommen und sich betonieren lassen. Ich glaube, ja? Das sehen die Leute ein bisschen anders. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich weiß, Sie kriegen viel Kritik dafür, sogar von Norbert Hofer. Sicher, der Norbert Hofer hat sich auf Twitter diffamiert, dass Sie mich einladen. Ja? Geh bitte. Ja, ja, der will mich nicht sehen bei Ihnen. Offenbar. Genau, da verstehe ich menschlich, weil wenn Sie sagen, Sie unterstützen die FPÖ, kostet das die nächsten paar tausend Wählerstimmen. Aber ich nehme an, das ist trotzdem eine Gaude für Sie, ne? Absolut. Der FPÖ-Stimmen abzuhören. Na, das nicht, aber es ist immer eine Gaude, mit Ihnen zu sprechen. Also, und, das und will ich mal hören. Im Clinch, ja? Sie gut. Davon überzeugen. So. Ich glaube, ich habe es geschafft, dass ich kein Nazi bin. Gut, ich wünsche Ihnen alles Gute beim Akademikerball. Ja? Tanzen Sie auf diesem kulturellen Großereignis, wie Sie gemeint haben? Selbstverständlich. Ja? Wo, nein, links und rechts tanzen, ja, sagen. Natürlich tanze ich. Ja? Viel Spaß auf diesem Dankeschön. Kulturellen Großereignis. In diesem Sinn. Danke, Martin Sellner. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann kommen zwei Ministerinnen, und zwar die Frau Ministerin Raab und die Frau Ministerin Aschbacher. Sind Sie mit denen auch sehr zufrieden? Ich warte noch ab. Warten Sie ab. Blond, gut aussehend, der Mölzer hat schon gesagt, blond und lieb, das ist im Zwenig. Schauen wir mal, wie viel die außer blond und lieb noch zu bieten haben. Kurze Werbepause und dann kommt Susanne Raab, unsere neue Frauenministerin und Integrationsministerin. In dem Sinn, wir sind gleich wieder da.